Hallo zurück im Küchengarten. Endlich ist es soweit. Der Gartenrundgang für April 2023 steht an. In den letzten 2 Wochen hatte ich unglaublich viel zu tun, denn meine Jungmannschaft hatte Frühlingsferien und ich war total glücklich, dass ich sie für diverse Projekte begeistern konnte, die ich hier im Garten schon seit langem umsetzen möchte. Wir haben zum Beispiel im Entenauslauf im Vorgarten eine große Kompostanlage aufgebaut mit Schwartenbrettern, also mit Abfallholz aus dem Sägewerk. Dann ist der ältere Teil meiner Jungmannschaft dran, auf der Terrasse im oberen Bereich unseres Gartens ein Schlüsselloch-Hochbeet aus Natursteinen aufzubauen. Das wird seine Matura, seine Abiturarbeit. Das ist etwas absolut Großartiges und er hat mindestens genauso viel Freude daran wie ich. Im hinteren Teil unseres Gartens, also in New Bedland, mussten wir von unserem Holzlager, von unserem Brennholzlager, die Rückwand ausbessern. Da kamen diese Schwartenholzbretter auch richtig gut zum Einsatz und zur Geltung. Das schaut richtig toll aus, denn der Sichtschutz aus dem Baumarkt ist jetzt nach 7 Jahren war der schon richtig gut durchgerottet und das musste ersetzt werden. Unter anderem deswegen, weil das Projekt Hühner im Küchengarten nun endlich Gestalt annimmt. Ich habe unten bei mir im Keller in meinem kleinen Brutautomat auch schon 8 Bruteier drinnen, die in den nächsten 12 Tagen hoffentlich schlüpfen werden. Ich habe mich für die Sorte Steinpipperl entschieden, das nennt man auch noch Steinhuhn oder Steinhändel. Das ist eine steirische, also aus dem österreichischen Alpenland, eine Kleinhuhnrasse, die vor ein paar Jahren auch vom Aussterben bedroht war. Und meine Heimat Österreich, das wollte ich natürlich hier bei mir umsetzen und hier bei mir einen kleinen österreichischen Posten mit Hühnern gestalten, wenn man das so sagen kann. Deswegen mussten wir auch im hinteren Bereich, der jetzt ja ungenutzt ist, also es ist naturbelassen, es leben dort sehr viele Nützlinge, Blindschleichen, Hummeln, Ohrwürmer, diverse Käfer und anderes Getier. Aber das mussten wir ein bisschen herrichten. Aber dazu gibt es mehr in einem anderen Video. Ich verfranz mich schon wieder. Heute soll es um den Gartenrundgang gehen und ich kann euch sagen, es hat sich so viel getan. Und das möchte ich mir jetzt mit euch anschauen. Hier bin ich jetzt bei Hochbeet Nummer 1, hier oben auf unserer Terrasse. Und ich kann euch sagen, das ist ein voller Erfolg geworden. Das musste ich ja recht auffüllen mit Pferdemist, den ich richtig schön komprimiert habe. Also da ist eine dicke Schicht Pferdemist drinnen. Dann bin ich richtig oben drauf herumgehüpft und habe das hineingestampft. Und dann eine gute Schicht Kompost oben drauf. Und zusätzlich, weil dieses Beet habe ich Ende Februar schon bepflanzt, habe ich es dann immer mit einem Vlies abgedeckt. Und ihr könnt euch anschauen, also durch diese Fußbodenheizung, den verrottenden Pferdemist und oben noch geschützt durch dieses Vlies, obwohl wir noch mal Minusgrade hatten, es stürmisch war, es geregnet hat, nicht besonders die Sonne geschienen hat. Das Beet steht traumhaft da und da habe ich schon die ersten Salatblätter geerntet. Es ist einfach nur schön zum Anschauen und wenn es jetzt weiterhin wärmer wird, dann wird es so richtig Gas geben und da wird bald die größere Ernte bevorstehen. Hier gehen schon die ersten kleinen Karotten auf. Das ist meine Lieblingssorte, die Jean Dubois, also Französisch dürft ihr mich jetzt nicht für voll nehmen, aber die gedeiht immer wunderbar und gibt tolle Erträge. Daneben habe ich Sommerlauch. Wie euch hier sicher auffällt, habe ich den in Gruppen gepflanzt. Also da stehen zwischen drei und fünf Pflanzen nah beieinander und das klappt beim Lauch richtig gut. Das habe ich bei Charles Dowding gesehen. Der setzt Lauch und auch rote Beete oder andere Rübenarten immer in solchen Gruppen zusammen. Er sagt dann immer, das wächst besser, weil sie mit ihren Freunden zusammen sind. Das möchte ich auch ausprobieren, spart wieder Platz, was ja gerade in Kleingärten interessant ist. Mal sehen, wie es bei mir klappt. Hier ist dann eine Reihe Ringelblume, etwas fürs Auge. Und weil die Ringelblume auch auf, also die kultiviere ich dieses Jahr überall in meinem Garten, weil sie ja auf die
auf die Bodenbeschaffenheit aufgrund ihrer langen Pfahlwurzel richtig tolle Einflüsse hat. Hier dann, wie gesagt, meine rote Beete. Da habe ich die ersten zarten grünen Blätter auch schon für Salat geerntet. Hier daneben folgen dann drei Reihen Spitzkraut, frühes Spitzkraut. Ich liebe Kraut und Kohl, das kann man auf so viele Varianten zubereiten, ist schön haltbar und hat unglaublich viele Vitamine. Der kommt auch richtig schön gedrungen und stark, freue ich mich sehr. Und hier habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5 Reihen Salat und die sind auch so herrlich gekommen. Zuerst im Modul, wo ich sie vorgezogen habe, sind sie etwas geschossen und hier durch die Ausgeglichenheit von Temperatur und Licht haben die so schöne Rosetten innen ausgebildet. Die äußeren Blätter habe ich auch schon geerntet für einen Salat. Also wirklich wunderbar. Frühbeete, abgedeckte Beete kann ich euch wirklich empfehlen. Da habe ich ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch gerne. Und das verlängert die Saison dermaßen, das ist wirklich traumhaft. Hier vor dem Hochbeet Nummer 1 habe ich vor 2 Jahren eine essbare Eberesche gepflanzt, weil mir die so gut gefällt von den fedrigen Blättern her und weil sie eine tolle Nahrungsquelle für die Wildvögel ist. Und die kommt in diesem Jahr auch schon richtig gut, freue ich mich sehr. Sie hat sogar wieder Blütenstände dran. Toller Baum. Und hier daneben seht ihr, dass wir den Durchgang zu unserer Terrasse mit einer Traube überwachsen haben. Und die treibt jetzt auch schon schön aus. Da hatten wir im letzten Jahr einen tollen Ertrag, eine tolle Ernte. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Hier auf unserer Terrasse habe ich ja ein Tischhochbeet, das schön geschützt steht. Und in meinem Video zu den Frühbeeten habe ich euch ja gezeigt, dass hier eigentlich alles voll mit Vogelsalat, Nüsslisalat war, Feldsalat, wie er auch heißt. Und ich habe überall dazwischen andere Kulturen gesetzt und den Feldsalat nach und nach abgeerntet. Das hat wunderbar geklappt. Wir hatten schon sehr früh Salat hier aus dem eigenen Garten. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist der Feldsalat komplett abgeerntet. Und die anderen Kulturen haben jetzt hier den Platz übernommen, stehen auch sehr gut da. Und jedes Mal, wenn ich hier etwas abgeerntet habe, setze ich wieder was Neues nach. Das wird hier so mein Wilddurcheinander allerlei. Hochbeet für alle Pflanzen, die mir bei der Anzucht einfach übrig bleiben, für die ich woanders keinen Platz mehr gefunden habe. Ja, hier in meiner Zinnbadewanne, wo ich ja meine Frühkartoffeln, die 6-Wochen-Kartoffeln, eingepflanzt habe mit der Heumethode, lässt sich noch nichts blicken. Es hat auch sehr geregnet in den letzten Wochen. Jetzt habe ich Angst, dass mir die sogar verfault sind. Hier sieht man, am 18. März habe ich die hier ausgepflanzt. Ich weiß nicht, sollte da schon grün sichtbar sein oder nicht? Jetzt konnte ich es mir doch nicht verkneifen und habe mal hier reingeschaut. Es bietet sich mir ein eher lustiges Bild. Ich hole euch mal näher ran, dann könnt ihr euch das auch ansehen. Also hier habe ich doch eine der Kartoffeln gefunden. Es ist hier unter dem Heu wirklich sehr feucht und das, obwohl es gestern den ganzen Tag nicht mehr geregnet hat. Also das ist sehr interessant. Sie treibt hier auch wunderbar aus. Was mich jetzt etwas erschreckt hat, wie ich das Ganze aufgemacht habe, es war hier eine ganze Reihe von kleinen Würmchen, Raupen. Sie schauen fast aus wie Baby-Tausendfüßler. Jetzt haben sie sich ein bisschen versteckt, nachdem hier die Sonne drunter gekommen ist. Ich schau mal, ob ich auf einem anderen Bereich das für euch einfangen kann. So schauen die aus. Und da ist richtig eine Masse hier unter dem Heu. Hat da jemand von euch eine Ahnung, was das sein könnte? Jetzt habe ich wieder alles gut abgedeckt und jetzt warte ich einfach einmal zu, was sich hier ergibt. Aber so ist es beim Gärtnern, ein Ausprobieren. Hier seht ihr jetzt Hochbeet Nummer 2.
Hier haben wir zuerst einmal auch eine wunderbare Traube, eine kernlose, die hier über einen Torbogen wächst. Die treibt auch schon wunderbar aus. Dieses Beet hatte ich ebenfalls jetzt noch während der kälteren Zeit abgedeckt mit einem Schutzvlies und das ist ihm auch zugute gekommen. Hier habe ich wieder Spitzkraut und Gemüsezwiebel drinnen. Über die bin ich ganz glücklich. Die fangen nämlich schon an, unten einen kleinen Kopf zu bilden. Die sollen ja richtig groß werden. Die sind von der Sorte Alyssa Craig und Exhibition. Ich habe die beide versucht. Und zu Fuße der Traube habe ich wieder eine Reihe Ringelblumen. Das ist ja ein frühes Spitzkraut und sobald die abgeerntet sind, möchte ich hier natürlich eine Folgekultur anpflanzen. Ist sehr wichtig, dass man gerade im Hausgarten, im Kleingarten den Platz immer gut genutzt hat. Ich bin noch am Überlegen, welche Herbst-Winterbepflanzung ich dann hier reingebe, vielleicht einen Winterkarfiol-Blumenkohl oder einen Federkohl-Palmkohl. Das werden wir dann sehen. Vielleicht auch Rosenkohl, das wäre auch eine gute Idee. Mal schauen, eine von diesen Kulturen wird es dann. Wenn wir jetzt hier bei der Terrasse rüberschwenken, ist ja Hochbeet Nummer 3. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen näher ran mit euch. Ja, tatsächlich, da habe ich ja das gesamte Hochbeet mit Blattspinat eingesät. Der ist wirklich herrlich gekommen. Ich habe noch nicht geerntet, obwohl ich für den Salat natürlich schon etwas hätte nehmen können. Aber da hatte ich genug anderes. Also ich bin da momentan wirklich ziemlich glücklich dran. Da warte ich, bis er größer ist und dann kann ich eine richtig schöne große Menge an Spinat ernten, sogar 2 bis 3 Mal, bis er dann hinüber ist. Und dazwischen habe ich einerseits nach links hinüber eine rote lange Karotte ausgesät und nach rechts rüber Pastinaken, also zwischen die Reihen Spinat. Denn diese Wurzelgemüse, Karotten, Pastinaken, ähnliches, haben eine sehr lange Keimdauer und Kulturdauer. Und bis die dann wirklich die Nährstoffe und auch, sie sind ja Schwachzehrer auch noch, aber die Nährstoffe und den Platz brauchen, ist der Spinat wieder abgeerntet. Und so kann ich das hier bei mir im Hochbeet wirklich den Platz optimal nutzen. Hier könnt ihr sogar schon kleine Baby-Pastinakenpflänzchen sehen, die jetzt hier zwischen dem Spinat schon aufgegangen sind. Beim Saatgut von Pastinaken muss man noch dazu sagen, das hält wirklich nicht sehr lange. Nach einem Jahr ist es dann meistens schon nicht mehr so gut keimfähig. Also da wirklich zügig verbrauchen. Hier am Rand vom Beet, da hatte ich noch ein bisschen Platz, habe ich etwas Lustiges gepflanzt. Das sind Erbsen und die habe ich nicht für die Schoten gepflanzt, sondern um die Triebspitzen zu essen für den Salat. Und zuerst war ich skeptisch, aber ich muss sagen, die sind wirklich traumhaft schön zart und schmecken total gut nach Erbsen. Also haben wirklich ein schönes Aroma. Kann ich empfehlen, weil gerade im Frühling ist das frische Grün so rar gesät und Erbsen sind da eine sehr dankbare Kultur, die auch bei kühleren Bedingungen gut wachsen. Ich zeige euch das jetzt, damit ihr mir das wirklich glaubt. Ich breche also hier so eine Triebspitze ab, die ist ganz zart und frisch. Also ich erzähle da keinen Humbug. Knackig, frisch, saftig, schmeckt nach Erbse. Toll. Ja, und hier möchte ich euch meinen Spalierapfelbaum zeigen von der Sorte Golden Delicious. Und in diesem Jahr kommt er wirklich total gut. Ich habe mich auch ein bisschen mehr mit dem Schnitt von so Spalierobst beschäftigt. Und es sind um einiges mehr Blüten dran, als ich in den letzten Jahren verzeichnen konnte. Also der Baum ist auch schon 6 Jahre alt. Und dieses Jahr hat er wirklich am meisten Blüten dran. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Und hier hinter mir habt ihr ja meine Heidelbeer-Blaubeerpflanzen, die ich in Töpfen habe, weil sie in der Erde selber aufgrund des Kalkeinschwemmens nicht so gut gedeihen. In Töpfen habe ich da wirklich gute Erfolge und die tragen auch schon total viele Früchte. Freue ich mich auch sehr dieses Jahr darüber.
Nicht vorenthalten möchte ich euch natürlich den Stand der Dinge bei meinem neu angelegten Erdbeerbeet, Erdbeerknoblauch. Da habe ich ja ein Video drüber gemacht, wie ich das angelegt habe. Ebenfalls mit Pferdemist unten drinnen als Füllmaterial. Das Video verlinke ich euch gerne. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe das auch abgedeckt, weil die Pflänzchen doch sehr klein waren für den Frühling. Aber ich muss euch sagen, die meisten sind richtig gut angewachsen. Also man kann hier sehen, wir haben neue Triebe. Plus, was ich total überrascht bin, es bilden sich Blüten aus bei den meisten. Also das ist ein voller Erfolg gewesen. Das ist ja da die größte. Schaut euch mal die an. Toll, ha? Ich habe nicht gedacht, dass ich in diesem Jahr schon Früchte ernten können werde, aber es schaut ganz so aus. Hier im Küchengarten selber gibt es noch nicht so viel zu sehen, da ich mich größtenteils auf meine Frühbeete konzentriert habe. Da haben wir ja hinten eines neben dem Gewächshaus, das zeige ich euch jetzt noch gerne. Ansonsten liegen die Beete eher noch brach. Hier hinten habe ich noch Steckzwiebel, die ich im letzten November ausgesteckt habe. Dazwischen Karotten gesät, wieder. Wenn die einen abgeerntet sind im Juli, Juni, Juli, dann können die Karotten überhand nehmen. Aber ansonsten warten die Beete hier schon gut vorbereitet mit Kompost, warten hier auf die Bepflanzung im Mai mit solchen Pflanzen wie Zucchini, Gurken, Kürbis und Paprika. Also wirklich die wärmeliebenden Starkzehrer, die auf keinen Fall zu früh ausgesetzt werden dürfen. Hier hinten am Zaun habe ich meine Himbeeren, die sind etwas Besonderes, das sind sogenannte Two-Timer. Das heißt, die tragen sowohl an den letztjährigen als auch an den diesjährigen Ruten. Und die habe ich erst letztes Jahr hier ausgepflanzt. Die sind unglaublich starkwüchsig, also sie kommen mir überall hoch. Ich habe nur hier hinten drei Pflanzen ausgesetzt und dann Ableger bis hier rüber versetzt und jetzt kommt hier die volle Pracht. Ich habe mir so ein Stützgerüst selber gebaut aus einem Stück Metallzaun auf zwei Ebenen. Die Himbeeren wachsen hier durch und werden dadurch durch diese viereckigen Teile geschützt. Und ich erhoffe mir dadurch, dass sie stabiler wachsen und nicht so leicht abknicken. Sieht auf jeden Fall mal so aus. Dazwischen immer mal wieder Vergissmeinnicht, Löwenzahn, kleine Walderdbeeren, um Bestäuber anzulocken und als erste Frühlingsboten. Jetzt schauen wir hier noch hinein in mein Frühbeet, Frühhochbeet neben meinem Gewächshaus. Die Sachen kommen von Temperatur und allem richtig schön. Das Einzige, was ich hier habe, ist eine Invasion von Mini-Babyschnecken. Die müssen in der Erde drin gewesen sein, mit dem ich das Hochbeet hier aufgefüllt habe. Hier musste ich schon ein paar Pflanzen austauschen, weil sie zu klein waren und dann komplett abgefressen. Hier seht ihr auch die Fraßspuren. Und in der Früh am Morgen, wenn ich hier aufmache, sind die Stiele oft voll mit diesen ganz kleinen Babyschnecken. Deswegen habe ich mich jetzt auch dazu hinreißen lassen, hier Schneckenkorn zu sehen. Normalerweise mache ich das nicht gerne und in meinem Garten, dort wo auch meine Laufenten dazukommen, verzichte ich natürlich komplett darauf. Hier im Hochbeet kommen die Laufenten ja nicht dazu. Deswegen muss ich zu anderen Maßnahmen greifen, aber ich möchte hier natürlich auch nicht eine komplette Epidemie. Lustigerweise, den Salat haben mir die Schnecken in Ruhe gelassen. Die mögen lieber den Kohlrabi, was nicht alles gibt. Aber hier an meinen Radieschen ist auch irgendein Tierchen dran. Ich weiß nicht, ob das Erdflöhe sind, ob das hier nach Erdflöhen aussieht. Vielleicht weiß das jemand von euch. Die Schnecke schaut mir das jetzt nicht aus oder vielleicht die Babyschnecke. Ja, es bleibt spannend. So. Jetzt bin ich extra am nächsten Morgen ganz zeitig in der Früh hier zu meinem Frühbeet gegangen, weil ich dieser mysteriösen Sache auf den Grund gehen wollte. Und jetzt schaut mal, was für ein Bild sich mir bietet. Auf den Radieschenblättern wird hier Party gefeiert. Die jugendlichen Nacktschnecken geben sich's hier live mit Snacks und Getränken.
Das ist ja ein Wahnsinn. Also sowas habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Die Blätter sind übersät. Zu guter Letzt ein kleiner Blick hier in mein Mini-Gewächshaus. Das verwende ich natürlich größtenteils für die Voranzucht. Hier drinnen gedeiht das Ganze natürlich viel besser als auf der Fensterbank, da hier mehr Licht dazukommt und es auch kühler ist, vor allem in der Nacht, und dadurch die Pflänzchen nicht so stark vergeilen, also so lange Stängel ausbilden. Momentan mache ich es größtenteils so, dass ich die Pflanzen vor allem sehr früh im Jahr auf der Fensterbank keimen lasse und sobald sie gekeimt sind, hier ins Gewächshaus stelle. Das ist auch unbeheizt. Ich muss dazu sagen, wir hatten in diesem Jahr, seit ich im Februar mit der Voranzucht begonnen habe, nicht weniger als minus 4 Grad und das hat hier im Gewächshaus eigentlich dann gut ausgehalten und dadurch wachsen die Pflanzen einfach langsamer und gedrungener und stärker. Und in diesem Jahr bin ich mit meiner Voranzucht deswegen wirklich sehr zufrieden. Ein Experiment, was ich euch noch schnell zeigen möchte, sind hier Karotten im Topf, also in so einer kleinen 20 Liter Zinnwanne, die unten natürlich Löcher hat. Die habe ich sehr früh ausgesät, dann abgedeckt und jetzt sind sie schon wirklich groß. Ich vereinzel immer wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele wirklich keimen. Hilft wieder Platz zu sparen im kleinen Hausgarten. Und bin ich gespannt, was ich da im Endeffekt für eine Ernte haben werde. Jetzt hätte ich ja fast vergessen, euch ein Update über mein dicke Bohnenfeld, kann man schon fast sagen, zu geben. Ich habe hier wirklich reichlich ausgesät, weil die so schmackhaft sind und sehr einfach zu kultivieren. Das Ergebnis ist durchwachsen, gekeimt sind alle, das ist schon mal ein großer Erfolg. Aber hier der Bereich in New Bedland ist etwas schwierig und kritisch. Ich habe hier einen sehr starken Schädlingsdruck, weil das nicht eingezäunt ist. Also hier können meine Laufenden auch nicht raus. Und der Boden ist auch nicht so gut, weil vorher hier eine Hecke aus Kirschlorbeer war. Dann haben wir viel Natursteinmauer. Das heißt, dort können sich Schnecken und andere Schädlinge gut verstecken. Man sieht schon recht Fraßspuren an einigen Pflanzen. Allerdings ist es noch nicht so dramatisch. Ich denke mir, weil es früh im Jahr ist. Und ich habe die große Hoffnung, dass jetzt, wenn es warm wird, die dicken Bohnen diesen Fressfeinden davon wachsen und ich doch noch eine gute Ernte davon bekomme. Also momentan bin ich noch entspannt mit der ganzen Geschichte. Was hier am Rand unseres Grundstücks auch richtig sensationell ist, also alles hat ja zwei Seiten, aber der Nachbar hat hier irgendwann einmal, ich glaube vor mehr als 10 Jahren, Bärlauch ausgepflanzt und der hat hier so, dem gefällt so gut, der hat richtig gewuchert, wuchert jetzt überall zu mir rüber. Also ich habe den wirklich überall, man kriegt ihn gar nicht mehr raus, aber ich musste gar nicht weit gehen, um dieses Jahr Bärlauch zu ernten. Ich habe schon Pesto daraus gemacht, in meine Spaghetti- und Gemüsepfannen kommt der überall rein. Also ich sehe das sehr positiv und er darf da auch ruhig wachsen. Schön, dass ihr mich heute auf dem Rundgang durch den Küchengarten begleitet habt. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Die ganzen Maßnahmen der Frühbeete und der Abdeckungen haben sich wirklich bezahlt gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen rauf. Das hilft mir immer sehr, mir und meinem Kanal. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit in euren Gärten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!